Nelson, Gratulation. Das war ein Spiel voller Höhen und Tiefen mit vielen Emotionen. Wie hast du es erlebt? Ja, also klar, also ich fand erstmal, also wir als Team generell, wir waren, jeder war ja vor dem Spiel erstmal heiß direkt. Auf dem Parkett auch, also obwohl es großenteils nicht so aussah, aber besonders dann ist es dann unserer zweiten Hälfte gelungen, vor allem im letzten Viertel. Und ich fand, ich habe eine gute Rolle gespielt als Energizer und habe die ganzen Jungs dann mitgezogen. Wir haben halt eine gute Emotionsbombe abgeliefert. Jedes Spiel ist jemand anders, macht die meisten Punkte oder die meisten Assists, aber ich finde am wichtigsten ist halt, dass man als Team zusammenhält und dafür trägt jeder seinen Beitrag bei und ich fand, dafür habe ich heute halt eine wichtige Rolle gespielt und mal sehen, wer das nächste Spiel ist, aber ich hoffe, ich kann das nächste Spiel wieder sein. Es war ein super Spiel. Ich meine, die Stimmung hier in der Halle war einfach total laut und es war einfach super. Es hat richtig Spaß gemacht zu spielen und Respekt an mein Team. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Das hat man ja dann am Ergebnis gesehen. Ihr habt Mitte des dritten Viertels mal so eine kleine Schwächephase gehabt. Wie habt ihr euch da rausgekämpft? Ja, wir haben uns natürlich gegenseitig immer motiviert und dann im vierten Viertel haben wir die nötige Energie aufs Feld gebracht und gut executed bis zum Schluss. Die Stimmung im Team ist super, also ich kann es nicht in Worte zusammenfassen, weil jeder ist einfach glücklich, dass wir das Turnier so rocken. Ich glaube, das hat keiner gedacht von uns, aber wir wollen als erste deutsche Mannschaft hier was richtig reißen beim AST. Jetzt habt ihr einen Tag frei, was macht ihr morgen? Morgen werden wir uns auf Serbien fokussieren, denn das Ziel ist, Serbien zu schlagen. Wir haben jetzt gesehen, wie die Serben gegen die Türken gespielt haben. Wir haben gesehen, wie wir gegen die Türken gespielt haben. Wir sind auf jeden Fall alle richtig heiß auf die Serben, weil die Serben auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Talent mitbringen. Und wir alle sind sehr und wir alle sind sehr motiviert auf jeden Fall, gegen die Serben zu spielen und wollen auf jeden Fall nochmal zu Hause vor unseren eigenen Fans einen raushauen.